Meine Damen und Herren, so langsam dämmert es selbst Bundeskanzler Olaf Scholz. Wladimir Putin ist vielleicht doch nicht der nette Gaslieferant von nebenan, der uns Gerhard Schröder vom Hals hält, sondern ein Diktator mit einer eigenen... Diktatur. Gast war Dreh. Aber gute Diktatur. Ja, ja, ja. Naja, wenn der Diktator das selber sagt und der österreichische Bundespräsident lacht, dann wird das wohl stimmen. Diktatur, ja, aber gute Diktatur. Mit Augenzwinkern. Vor 5 Wochen war Wladimir Putin noch ein super beliebtes +1 für jede Gästeliste. Hier, bei unserem Gasgeld war er mit dabei. Oder hier, tanzenden Contemporary auf der Hochzeitsfeier von und mit Österreichs Außenministerin. Oder hier, da, Pobacke an Pobacke neben Viktor Orban bei einem Judo-Wettkampf. Das war mal. Seit 5 Wochen aber wird Putin geghostet, weil er uns gegaslightet hat mit seiner Toxic Masculinity. Hier, ja, aber niemand hat mehr Bock auf Putin-Brust. Putin-Brust, ob gebraten, geschmort, gepökelt oder als Haché, nur rasiert sollte sie sein. Und wenn es geht, ohne völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ändert alles. Auch dem weit entfernten indischen Fernsehen ist da was aufgefallen. Putin's invasion of Ukraine has plunged Europe's far right into an identity crisis of sorts. He is struggling to justify his loyalty to Vladimir Putin with the public's overwhelming solidarity with Kiev. Until last month, Viktor Orban was one of Putin's biggest cheerleaders. Daran denkt natürlich mal wieder niemand, in welche Identitätskrisen der Krieg gegen die Ukraine europäische Rechtspopulisten stürzt. Niemand denkt daran also, außer natürlich wir. Vom ZDF Magazin Royal. Und darum schauen wir heute auf den rechtesten der rechten Machthaber in der EU, Viktor Orban. Ein Typ, der so aussieht, als hätte er ein Nest aus Eichenprozessionsspinnern auf dem Kopf. Das ist er, der Ministerpräsident unseres geliebten Nachbarlandes Ungarn. Ein Land, das wir in Deutschland so sehr lieben und schätzen, dass wir gelegentlich sogar vergessen, dass das gar nicht unser Nachbarland ist. Das ist natürlich die Slowakei. Das ist Ungarn, meine Damen und Herren. Also glauben alle, die nicht wissen, dass das Rumänien ist. Herrgott, wo ist denn jetzt Ungarn? Auf dem Balkan, osteuropäisch, mittelslawisch oder wo ist Ungarn? Wo? Sicher, dass das Ungarn ist? Sieht aus wie ein Piccata Milanese. Wie ein kleines Schnitzelchen. Wenn wir ehrlich sind, meine Damen und Herren, wir wissen wenig über Ungarn. Also außer, dass Ungarn 1526 in der Schlacht von Mohács gegen die Osmanen durch den Tod von König Ludwig II. Seine Selbstständigkeit verloren hat. Und klar, natürlich wissen wir auch, dass in Ungarn Kinder erschreckt werden mit der Erzählung über eine mythologische Figur, deren Name übersetzt wird mit Eule mit einem Penis aus Kupfer oder Messing. Da ist man sich nicht ganz einig, wirklich wahr. Und natürlich wissen wir auch alle, dass der berühmteste Ungar András Arató ist, besser bekannt als Hide the Pain Harold. Und wir wissen, dass irgendwas am ungarischen Präsidenten Viktor Orban ein kleines bisschen problematisch ist. Viktor Orban, das trojanische Pferd des Kremls. Das trojanische Pferd des Kremls klingt fast wie die eine verbotene Folge von Bibi und Tina. Was sagt denn das trojanische Pferd des Kremls jetzt eigentlich, wo keiner mehr Bock hat auf Russland? Ebben a háborúban mi semmit se nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk. Ebből a háborúból ki kell maradnunk. Sorry, ich habe noch nie so viel Ungarisch auf einmal gehört, dass einer in einen Sack mit den Scrabble-Buchstaben reingreift und dann einfach alles hinwirft und einfach vorliest, was da steht, auch wenn die Buchstaben verkehrt rum sind. Also, no disrespect, eine schöne Sprache, aber weird, weird. Viktor Orban sagt, Ungarn solle sich raushalten aus der Sache mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bloß nicht einmischen. Ey, Volodymyr, und was sagst du dazu dann? Угорщ. Я хочу зупинитись тут і бути відвертим один раз і назавжди. Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Der ukrainische Präsident sagt, Viktor Orban, Ungarns Ministerpräsident, solle sich entscheiden. Steht er jetzt auf der Seite des russischen Angriffskriegs, der russischen Kriegsverbrecher oder auf der Seite von Demokratie und Freiheit? Das ist sowieso schon eine super schwierige Entscheidung für Viktor Orban, ohnehin. Aber dass Viktor Orban sich jetzt ausgerechnet zwischen Gut und Böse entscheiden soll, das kommt für ihn zu einem ganz, ganz ungünstigen Zeitpunkt. Putins Intimus. Viktor Orban bangt um seine Wiederwahl. Weil übermorgen sind in Ungarn Parlamentswahlen und Viktor Orban sitzt fester im Sattel als Mark Forster im Drehsessel von The Voice of Germany. Eigentlich hatte er geplant, nach diesen Wahlen selber so eine Art Wladimir Putin zu werden.
Viktor Orbán hat das System so komplett umgebaut, dass es jedes Mal schwieriger werden wird, ihn überhaupt besiegen zu können. Vielleicht ist es auf absehbare Zeit die letzte Chance überhaupt. Hä, ist das Katharina Bali? Die habe ich gar nicht erkannt ohne ihren EU-Kapuzenpulli. Katharina, selbst Katharina Bali ist in Panik. Man sieht das ihr nur nicht an wegen ihrer Trierer Coolness. Und auch Viktor Orbáns politische Gegner in Ungarn fürchten sich vor den Wahlen am Sonntag. Nein, mehr noch, sie sind sogar geeint in Furcht. Gemeinsamer Kandidat gegen Orbán. Opposition in Ungarn vereint. In Ungarn haben sich zum ersten Mal 6 Parteien zusammengetan und haben sich alle auf einen einzigen Kandidaten geeinigt, namens Péter Márki-Soly. Ein Mann unterstützt von 6 Parteien, um Viktor Orbán endlich zu besiegen. Sozialisten sind mit dabei, Liberale, Grüne, sogar eine rechtsextreme Partei. Alle zusammen gegen Viktor Orbán. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das klingt ja nach der unangenehmsten Zweckgemeinschaft seit Team 5. Na gut, kann sein. Mit uns ist es aus. Team 5, die bis dato unangenehmste Zweckgemeinschaft. Warum, ganz kurz, warum ist denn das F von 5 eine 5? Dann müsste das so eigentlich Team Sünf heißen oder Team 5-5, aber nicht Team 5. Und wo wir gerade dabei sind, kann es sein, dass das Z im ZDF-Logo eine 2 ist? Moment, Moment. Moment. Haben Team 5-5 und das 2DF etwa dieselbe Marketingabteilung? Das, meine Damen und Herren, ist unser Thema nächste Woche im ZDF-Magazin Royal. Heute geht es um Ungarn. Ungarn, was geht da jetzt ab vor der Wahl? Wie tickt das Reich von Viktor Orbán? Unsere ZDF-Magazin Royal Auslandskorrespondentin Dr. Caroline Worps hat sich auf die beschwerliche Reise an den Peloton gemacht und hat uns einen Stimmungsbericht mitgebracht aus der ungarischen Hauptstadt Bukarest. Oder Budapest, muss jeder selber wissen. Ungarn, das Narnia Europas. Alle haben schon mal davon gehört, aber keiner hat es je gesehen. Dabei hat Ungarn sogar EinwohnerInnen. Circa 10 Millionen. Und ich will sie alle kennenlernen. Auf meiner Reise finde ich heraus, Ungarn liegt in Mitteleuropa. Das Wetter ist mal gut und mal schlecht. Aber wie tickt Ungarn so kurz vor den Wahlen? Um das herauszufinden, signalisiere ich zunächst meine Bereitschaft zur deutsch-ungarischen Freundschaft. Cheap fresh, ungarisch, is not poison. No, no, no. Is this the taste of Hungary? Yes. Yeah, let's say it's Hungary. Nun, da ich eine Verbindung zu den Menschen aufgebaut habe, frage ich Sie nach Ihrer Verbindung zu Ihrem Ministerpräsidenten. Was denken Sie über Viktor Orbán? Die großen Entscheidungen macht er gut. Brave. All together I think he did good things. Die Grenze schließen? Ja, ja, das, ja, ja. Das war gut? Ja, ja, ja. Not afraid say his opinion. Ma nem igazán jó magyarnak lenni Magyarországon, ez alatt a kormány alatt. Ich verstehe nur die Hälfte. Ich brauche einen noch besseren Überblick. Also fahre ich mit dem Riesenrad, nehme an einem ungarischen Date teil und fahre mit der Straßenbahn zu allen Endstationen. Doch zurück zu meiner eigentlichen Frage. Wie ist die Stimmung kurz vor den Wahlen? Ich spüre, die ungarische Seele muss besonders behutsam ergründet werden. What the fuck is wrong with your country? A lot of things. We play a very dangerous play. We live in democracy, but it's not democracy. A lot of people are homophobic and racist. Katastrophalisch. Ein Diktator. This one I understood. Danach stelle ich mich an eine Litfaßsäule und denke über Orbán nach. Ist er jetzt ein gefährlicher Diktator oder ein fürsorglicher Landesvater, der sich für Kinderschutz einsetzt? Das Buch von Dorothea Reday hat Orbán kürzlich als kindesgefährdend eingestuft. Alarmierend. Ich wage es, die hoch umstrittene, kindesgefährdende und mutmaßlich gemeingefährliche Aktivistin hinter dem Buch zu treffen. What is so offending about your book? Perhaps the two princes who hold hands. Oh, okay. Prinzen? Ich bin weiterhin misstrauisch. Can I see the princes? I'm afraid you can't. Why? I mean, we are literally at a bookshop. They have to be wrapped up in a closed packaging. So we can't look at your book here in the bookshop. But this is very sensible, you know, because everybody knows that if a child opens such a book
and sees the picture of two princes, he or she will become homosexual immediately. I mean, I'm from Cologne. Everyone is homosexual there. Oh, we know. Because that. We have Die Sendung mit der Maus. Mm-hmm. It's about a queer polyamorous mouse living together with an elephant and a duck. Oh, that's really scary. Ein homosexuelles Märchenbuch muss von einem Mitarbeiter mit einer Trittleiter aus einer dunklen Ecke geholt werden. Und andere Bücher liegen kinderfreundlich auf Kniehöhe. Oh, look, Waffen-SS. Und warum schreddert eine ungarische Abgeordnete ein Kinderbuch über schwule Prinzen? A magyar kultúrának nem képezik részét a homoszexuális királyfik. Meseország tehát nem az aberráltaké. Naja, und dann war ich noch Gulasch essen in der Karaoke-Bar, in der Therme und an der Donau. Bis bald, Ungarn. Oder wie man hier sagt, a ministerelnök egy seggfej. Vielen Dank, Frau Dr. Caroline Worps, für diesen eindrucksvollen Stimmungsbericht aus Ungarns Hauptstadt Bulabü. Aber meine Damen und Herren, es war nicht immer so in Ungarn. Früher war in Ungarn alles anders. 1988 gründete der junge, damals noch linksliberale Viktor Orban die linksliberale Studentenpartei Fidesz. Damals super frech und progressiv und super modern mit Glitzerpumps und mit Apfelsinen und mit umfallenden Dominosteinen und na klar mit Roxette. Das ist ein echter Wahlkampfspot von Viktor Orbans Partei Fidesz. Ey, Viktor Orban, der war früher ein richtiger Hotbob. Ein richtiger Hotbob. Sie wissen nicht, was ein Hotbob ist, meine Damen und Herren. Ich auch nicht, habe ich mir gerade ausgedacht. Aber das Wort klingt geil. Hotbob. Ist doch ein richtiger Hotbob, Viktor Orban. Oder was meinen Sie, Herr Dr. Kohl? Viktor Orban ist eine der großen Hoffnungen der europäischen Politik. Sag ich doch, Viktor Orban war ein Hotbob. Angefangen hat Viktor Orban als Liberaler, ist dann aber mit der Zeit immer weiter nach rechts abgedriftet. Für so eine intellektuelle Geisterfahrt gibt es natürlich auch in Deutschland genug Beispiele. Können wir mal eins einblenden? Bitte nicht. Okay, dann lassen wir es. Viktor Orban regiert Ungarn seit 2010 und man hätte ahnen können, Viktor Orban will keine Demokratie, sondern etwas, was nicht ganz so viel Arbeit macht. Er sieht in illiberalen Staaten wie Russland, China, der Türkei und Singapur Erfolgsmodelle, an denen sich Ungarn ein Beispiel nehmen sollte. Ungarn soll werden wie Russland, China, die Türkei oder Singapur. Ich guck mal kurz nach. Alles keine freien Demokratien und ach guck. Keines dieser Länder ist in der EU, Ungarn aber schon. Viktor Orban ist Europas autoritärer Posterboy, ein Paraderechtspopulist. A bevándorlók már nem csak dörömbölnek, de ránk is törik az ajtót. Ugyanis Bajorország déli határait ma Magyarország védi. Veszélyben van Magyarország és egész Európa is. Hä? Die Ausländer sind schuld? Die Ungarn sind doch selber Ausländer. Naja, Rechtspopulisten eben. Und natürlich macht Viktor Orban auch bei jedem anderen heißen Trend der internationalen Rechten mit. In Ungarn ist das umstrittene Gesetz zur Beschränkung der Information über Homo- und Transsexualität in Kraft getreten. Dieses untersagt unter anderem Bildungsprogramme oder Werbung von Großunternehmen, die sich mit Homo- und Transsexuellen solidarisch erklären. Auch Aufklärungsbücher dazu soll es nicht mehr geben. In Ungarn werden Bücher verboten? Wie das Buch mit den zwei Prinzen. Das wird geschreddert. Werden Bücher vielleicht in Zukunft gar verbrannt? Da kann Deutschland nicht länger tatenlos zusehen. Wir sind doch schließlich das Land, das sie trägt. Die leuchtende Fackel der Freiheit. Also wenn die Wirtschaft nichts dagegen hat und das russische Gas nicht zu teuer wird, mit der unsere Freiheitsfackel betrieben wird. Aber andererseits, warum sollten wir uns da auch einmischen? Ich meine, Ungarn ist weit weg und die Sprache macht einem Angst. Und im Grunde sind Viktor Orban und seine Parteifreunde, wie zum Beispiel sein langjähriger Stellvertreter und Gegner der Ehe für alle, Josef Saja, das sind doch keine durchgeballerten, bigotten Lehrbuchfaschisten. Am Ende sind das doch auch bloß rationale Sachpolitiker, die sich einfach nur ein bisschen mehr als andere engagieren für traditionelle und konservative Werte. In diesem Haus in Brüssel seilte sich Josef Saja an der Regenrinne ab, um von einer schwulen Party zu fliehen. Medienberichten zufolge handelte es sich um eine illegale Sexparty mit 25 Männern. Zudem seien Drogen in seinem Rucksack gefunden worden. Sowie ein angebissenes Langosch vom Weihnachtsmarkt und ein 6 Liter XL Ziplock-Beutel voll mit serbischer Bohnensuppe. Wenigstens ist er verheiratet. Okay,
Orbán und seine Clique machen also nach außen auf rechtspopulistische Politik gegen Minderheiten. Und wenn keiner hinguckt, machen sie, was sie wollen. Aber ganz ehrlich, lame. Oh, das kennt man doch langsam. Von diesem Typen zum Beispiel. Viktor ist einfach Mitglied im Team 8. In diesem... geiles Logo. Aber Moment, ich habe noch einen Verbesserungsvorschlag. Ist noch jemand wach in der Regie? Carlos, kannst du mal bitte die 8 von 8 ersetzen durch 2 übereinanderliegende Arschlöcher, die aussehen wie eine 8? Perfekt. Viktor Orbán, der europäische Leadsänger von Team 8, hat die letzten 12 Jahre dazu genutzt, das System in Ungarn so umzubauen, dass er und niemand sonst für immer an der Macht bleiben kann. Im Parlament untergräbt er das Fundament des Staates, die Verfassung. Mit seiner Zweidrittelmehrheit ist Orbán unangreifbar. Die Verfassung wird in seinem Sinn geändert, ohne Ankündigung. Es zählt allein die Macht des Stärkeren. Und der Stärkere, das ist dank geänderter Verfassung Viktor Orbán. Ungarn schafft ein neues Gerichtssystem und zementiert damit die Kontrolle des Staatsoberhauptes über die Justiz. Orbán hat einfach die Richterinnen und Richter, die ihm nicht passten, in Rente geschickt und das Verfassungsgericht neu besetzt. Das ist das Zweitschlimmste, was Richtern in Europa passieren kann, direkt nach dem hier. Alles raus, schnell! Hier ist eine Bombe, hier geht gleich ein Sie bleiben ganz schön da. Los, ey. Hey, was ist mit Ihnen? Auf mich. Mein Gott. Damit einem sowas nicht passiert, liebe Kinder, niemals Jura studieren. Der Europäische Gerichtshof hat danach zwar gesagt, ey Ungarn, Richterinnen, die euch nicht gefallen, vorzeitig in Rente schicken, das könnt ihr nicht machen. Aber leider waren in der Zwischenzeit schon die Stellen mit neuen Richterinnen besetzt, die voll auf Orbán-Linie sind. Sowas Blödes aber auch. Naja. Wenigstens mussten sich die Menschen in Ungarn das nicht in den Medien mit anschauen. Sowieso gehören mittlerweile Orbán-freundlichen Unternehmern rund 80% der Medien. Und wer nur Gutes schreibt, bekommt viele Werbeanzeigen der Regierung. Gratulalung, Viktor Orbán. Der größte Putin-Fanboy der EU hat aus Ungarn eine waschechte Autokratie gemacht. Und bei der Wahl an diesem Sonntag, in 2 Tagen, übermorgen, haben die Menschen in Ungarn wohl zum allerletzten Mal die Chance, ihn aufzuhalten. Wahlen? Das ist doch eigentlich gut, da kann man doch was ändern. Blöd ist nur, dass die Wahlen in Ungarn nicht mehr so richtig funktionieren. Orbáns Parlamentsmehrheit hat in den 12 Jahren an der Macht das ungarische Wahlrecht auf sich zugeschnitten. Kann man da nichts machen? Wegen befürchteter Unregelmäßigkeiten bei der Parlamentswahl in Ungarn will die OSZE erstmals ein großes Wahlbeobachterteam in das EU-Land schicken. Und es gibt noch einen kleinen Haken für Viktor Orbán. Diktator sein, selbst wenn man guter Diktator ist, das ist ziemlich teuer. Man braucht Geld, um Medien zu kaufen, man braucht Geld, um Leute zu schmieren. Und dann braucht man auch noch Geld für ganz banale Dinge wie zum Beispiel ein Arbeitszimmer. Das hier ist das Arbeitszimmer von Viktor Orbán. Eines der größten Gebäude Ungarns. Früher sitzt der König, aber... Woher hat Viktor Orbán Geld für so viele LED-Stromsparglühbirnen, hä? Ungarn profitiert massiv von EU-Hilfen. Na klar, weil die EU zahlt. Danke, EU. Und mit dem EU-Geld verwirklicht Viktor Orbán die richtig großen Visionen für sein Land. Es ist eine Schmalspurbahn, ein Toy-Train, der EU als Touristenmagnet angepriesen. Laut Machbarkeitsstudie mit angeblich mehreren tausend Fahrgästen, die den Fremdenverkehr ankurbeln soll. Die Bahn fährt von Feldschut aus 6 Kilometer durch den Wald und endet im Niemandsland. Kosten für die EU nur 2 Millionen Euro. Für das coolste Fortbewegungsmittel seit dem Starlight Express. Eine Schmalspurbahn von der EU bezahlt. Über sowas freut sich vor allem der Bauunternehmer Lőrinc Mészáros, inzwischen der reichste Mann Ungarns und zufälligerweise Kindheitsfreund von Viktor Orbán. So läuft das nämlich im Wunderland Ungarn. Präsident Viktor Orbán treibt von der EU Gelder ein für schwachsinnige Bauprojekte und die Aufträge gehen dann an die Firmen von Orbáns Vater oder Orbáns Schwiegersohn oder eben an eine der mehr als 100 Firmen von seinem Kindheitsfreund Lőrinc Mészáros. Und das ganze hart verdiente Geld investiert der dann zum Beispiel in Medien. Und diese gekauften Lőrinc-Medien sind dann wieder extra lieb zu Viktor Orbán. Das klingt für mich irgendwie nach, wie heißt das? Das klingt ein bisschen nach Korruption. Oder wie würdest du das sagen, Lörres? Gott, Glück
und Viktor Orbán. Was für eine Bromance. Die EU finanziert das gute Leben von Orbáns Family und Friends und fördert damit den Abbau von Demokratie mitten in der EU. Und weiß seit Jahren Bescheid, was in Ungarn passiert. Hier, Jean-Claude Juncker, damals Präsident der EU-Kommission, vor 7 Jahren. Genug mit den Backpfeifen! Genug mit den Backpfeifen! Wobei, das ist vor 7 Jahren gewesen. Das war wahrscheinlich die Mutter aller Backpfeifen. Bringt nur nichts. Backpfeifen für einen Diktator bringt nichts. Oder was sagst du, Harold? There must be a better way. Yes. A painless way. There must be a better way. A painless way. Hätte die EU nicht längst verhindern können, dass Ungarn in die Autokratie abgleitet? Weil ich meine, jetzt ist es zu spät. Denn jetzt sind Wahlen am Sonntag. Da droht eine Diktatur mitten in der EU. Und Orbán schreibt wahrscheinlich gerade bestimmt den 100. Förderantrag für den 1000 Meter hohen Feuerlooping für seine verschissene Schmalspurbahn, den sein Kindheitsfreund Lörres dann zusammenschweißen soll. Und hinterher gehen sie zusammen auf eine Sexparty mit 2 Rucksäcken voller Kupferpenisse. Dabei hätte die EU und vor allem Deutschland als größter fucking Geldgeber viel mehr dagegen machen können in den letzten Jahren. Hat es aber nicht gemacht. Und Hide the Pain Harold hat auch noch unsere Einladung abgelehnt ins ZDF-Magazin Royal und ist stattdessen lieber nach Dubai geflogen. Typisch Influencer. Und überhaupt, dann ist da doch noch Orbáns Buddy Putin, der einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Und am Sonntag sind Wahlen. Ah, Ungarn! Warum? Warum? Was jetzt? Was hat das alles zu bedeuten?